Moin moin und herzlich willkommen in meinem Vlog zurück. Ich bin wieder da. Der Kindergeburtstag liegt hinter mir und ich habe eine ziemlich große Ankündigung zu machen. Aber lasst uns heute Morgen anfangen. Heute ist der 29. August 2018. Es ist der 4. Geburtstag von meinem Sohn Mats. Und an meinem Sohn kann man sehen, was man alles schaffen kann, wenn man sich täglich um etwas kümmert. Ich bin jetzt 36 Jahre alt. Es war noch nie so viel los in unserem Leben wie im Moment. 2012 haben Marisa und ich geheiratet. 2014 haben wir unsere Agentur gegründet, aber vor allen Dingen kam Mats auf die Welt. Ich habe diesen YouTube-Kanal gegründet. 2015 habe ich mit meinem Partner Alex unsere Immobilienfirma gegründet. Außerdem bin ich 2015 ins Landesparlament hier in Hamburg gewählt worden. 2016 ist unsere Tochter Merle auf die Welt gekommen. Und nun ist 2018 und das Leben geht weiter und wahrscheinlich wird niemals der perfekte Moment kommen, um einen Daily Vlog zu starten. So, wie bestehen wir nun die Rush Hour besonders gut? Am besten, indem wir nicht weiter Erfolge jagen, sondern die Prozesse fokussieren, die wir am meisten lieben. Deswegen, der eine oder andere hat es vielleicht auf Instagram, Twitter oder Facebook mitbekommen, ich habe wieder angefangen, täglich zu laufen. Und zwar aus einem einfachen Grund. Ich glaube, dass Erfolg nichts ist, was man erreichen kann, sondern ich glaube, dass Erfolg das Ergebnis ist von Gewohnheiten, die man liebt und denen man jeden Tag nachgeht. Naja, und es ist doch auch ganz schön zu laufen, oder? Ich meine, ich habe noch nie so viele Bücher gehört, wie seit ich wieder angefangen habe mit dem Laufen. Und deshalb starte ich heute am 29. August 2018 mein Daily Vlog. Jeden Tag ein Video, jeden Tag ein Upload. Das wird auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich habe wahnsinnig Bock drauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch ein bisschen drauf und schauen wir mal, wohin uns das bringt. Eine ehrliche Tasse Filterkaffee. Luftballons sind aufgeblasen. Letzte Besorgung machen. Der Marc von Hoff. Die letzten Einkäufe besorgt. Die Gäste können kommen. Ich würde sagen, Geburtstag zu Ende. Der Geburtstag, jedenfalls der Teil mit den Kindern, ist vorbei und ich würde sagen, wollen wir grillen? Lasst uns den Grill anwerfen. Tod aber glücklich. Und das Kind hoffentlich auch. Ja, bestimmt. So, das war sie also, die Episode Nummer 1. Ab jetzt jeden Tag. Ich hätte euch gerne noch den Sonnenuntergang gezeigt, so als Timelapse oder so, aber naja, was soll ich sagen? Also in diesem Sinne. Bis morgen. Tschüss. Okay, jetzt ist Schwachsinn. Also, bis morgen. Tschüss.